Ja, Freunde, von der ersten Etappe hier hoch zum Grenzweg nach Tschechien. Mal ein kleiner Panoramablick über das Elbtal. Die Schrammsteine im Hintergrund, zoomen wir etwas ran. Und unten die Ortschaft Schmilka. Weiß nicht, ob man das durch die Bäume sieht. Ja, wie gesagt, das rechte Elbeufer ist das etwas reizvollere. Jedenfalls für mich. Ja, und seht selbst einen Grenzstein. Eben noch in Deutschland. Auf dieser Seite die Tschechische Republik oder Tschechien. Und dieses ist noch ein Relikt aus alten Kommunistenzeiten. Halt hier Staatsgrenze oder Achtung Staatsgrenze. Wie auch immer, Tschechisch. Naja, da kann ich mir. Ich kann es nur so vermuten. Ja, und das sind die Spitzkehren jetzt zum großen Winterberg hoch. Leider asphaltiert in einem Nationalpark. Recht fragwürdig. Kann man urteilen, wie man möchte. Mir gefällt es nicht. Ja, Infrastruktur hin, Kommerz hin, Kommerz her. In einem Nationalpark haben solche Straßen meines Erachtens nichts zu suchen. Ja, kann ich allerdings auch jetzt nicht sagen, ob das schon zu DDR-Zeiten oder Kommunistenzeiten hier entstanden ist. Als Grenzweg meinetwegen für die Horch, Guck und Greif und wie auch immer. Aber naja, für den Wanderer ist das nichts. Und dieses ist ein als Wanderweg ausgeschildert. Ja. Oben am Winterberg, muss man wissen, ist eine Info der hiesigen Bergvereins. Dann wohl ein Hotel. Oder eine, naja, wir sagen es mal, Berghotel. Und natürlich ein Aussichtspunkt. Und wenn er noch steht, ein Aussichtsturm. Ja. So, sind noch wenige Meter, schätze ich, zwei von diesen Kurven noch. Und noch weitere Höhenmeter. Und wenn das geschafft ist, komme ich meinem heutigen Tagesziel, den 561 Meter hohen großen Winterberg zu erreichen. Mal schauen, was man da noch machen kann oder was sich da noch so ergibt. Wie gesagt, sehr viel Info gibt es eigentlich so nicht. Und naja, man kann sich aber auch nicht nur mit Infos zuschottern. Da wird man auch in der Entscheidung sehr gehemmt. Ja. Ein Tipp noch am Rande. Wer einen Rucksack wer so etwas durchführt wie ich, den soll nochmal gesagt werden, trainiert dieses Gewichtschleppen anhand von Wasserflaschen, Kanister etc. Ja, das ist sehr wichtig, dass ihr da Kondition drauf bekommt, sonst seid ihr hier, ja,
Übermut tut selten gut. Also das sagt immer wieder. Ein Tipp noch, wenn ihr Wanderschilder oder Wegweiser seht, ja, werft mit eurem Gepäck ganz einfach mal die Zeiten dort, die angegebenen Zeiten dort über Bord. Dann nämlich, das könnte man vielleicht mit einem Tagesrucksack schaffen, aber nicht mit einem Trekking-Rucksack, der für Autarkie gepackt ist. Ja. Eins noch dazu, ich habe das heute vermehrt gesehen. Die begeht nicht denselben Fehler wie die Tagestouristen. Die sind hier sage und schreibe mit ihren Bollwollsocken hier hoch gekraxelt. Ja. Oder sich hochgequält. Anders kann man das ja gar nicht mehr nennen. Dann zum Teil hier mit Turnschuhen, die meines Erachtens hier völlig fehl am Platze sind. Das kann nicht gut sein für die Füße. Und auch Billig-Trekking, sogenannte Trekking-Schuhe aus dem, naja, man möchte mal sagen, Billig-Sektor heißt Aldi oder Allgemein-Discounter, nennen wir das mal lieber so, oder aus dem Warenhaus, die könnt ihr hier auch vergessen. Habe ich alles schon heute gesehen. So, aber das Schlimme ist die Baumwollsocken. Ja, egal in welcher Form. Besorgt euch Trekking-Socken oder gar Strümpfe. Achtet dort darum. Es muss nicht das teuerste sein. Es gibt auch relativ preiswerte. Solche habe ich mir halt zugelegt. Ja. Ein Fazit, Marken nenne ich noch nicht, beziehungsweise was ich mir gekauft habe, das werde ich dann nochmal in einem gesonderten Video euch vorführen oder zeigen. Ja, für mich heißt es jetzt erstmal in Ruhe diese Strecke genießen und auch erfolgreich absolvieren. Ja. Das hier nur mal so ein kurz, ein kleines Päuschen hier am Anstieg. Aber wie ihr seht, ich versuche eben neben diesen Asphaltweg zu laufen. Das ist besser für die Schuhe und besser auch für die Füße. Ja. Zu den Schuhen kann ich nur so viel sagen. Ich empfehle euch knöchelhohe Schuhe. Ich habe hier selber von Lowa Trekkingstiefel an. Der Kategorie 3. Warum der 3? Um eventuelle Steigen oder auch schlecht oder abgenutzte Stufen hoch ohne Schmerzen und vor allem Verletzungen hoch zu erklimmen oder eben auch überhaupt zu bewandern. Als äußerste Kategorie für dieses Mittelgebirge empfehle ich euch zum Beispiel vergleichbare Schuhe. Ich kann jetzt nur für die Firma Lowa sprechen, der Kategorie 2. Bei Meindl könnte man vielleicht von der Kategorie B sprechen. AB vielleicht eventuell. Das muss aber jetzt jeder selbst entscheiden. Ganz einfach, macht nicht den Fehler und bestellt blindlings übers Internet. Geht in ein seriöses Fachgeschäft, die auch verschiedene Marken, Schuhmarken führen und probiert mit den möglichen Socken diese Schuhe an. Ihr werdet feststellen, in den meisten Fällen
braucht ihr eine Größe mehr, höher als die normalen Straßenschuhe. Das ist in meinem Fall auch so. Und ja, wer da nicht zu Leichtschuhfetischisten, das rächt sich hier auf alle Fälle. Die Schuhe sollten stabil sein. Eine stabile Sohle, eine griffige Sohle vor allem. Bis auf steinigen Untergrund, der feucht ist, werden diese Schuhe so ziemlich alle Kriterien erfüllen, die ihr wünscht. Und halbhohe Schuhe nur auf ausgebauten Wanderwegen. Aber wie gesagt, wenn ihr da ins Berg, in irgendwelche Bergwanderwege einsteigt, die wie das Elbsandsteingebirge, diese Klammen zum Beispiel und ja, die, wie zum Beispiel hier, was ich hier gemacht habe, über die Rauensteine oder den Rauenstein. Erspart euch das, ich sag's nochmal, ein falscher Tritt oder einmal falsch anschlagen. Und die Verletzung ist mit halbhohen Schuhen vorprogrammiert. Ja, es gibt durchaus Schuhe, es müssen nicht die teuersten sein. Ich werde nochmal in Ruhe euch Schuhmodelle vorstellen, von denen ich auch Erfahrung habe mittlerweile oder mir angeschaut habe. Aber ein Tipp nochmal so für alles. Nehmt die Schuhe, nehmt euch wirklich Zeit, probiert verschiedene Schuhe an. Lauft damit am besten durch das ganze Kaufhaus oder durch den Laden und sei es 3 Stunden. Alles andere ist übereilt. Es zählt nicht die Marke, der Schuh muss passen. Der Schuh muss euren Füßen entsprechen, euren Vorstellungen. Sehr zu empfehlen sind natürlich Wasser. Dichte Schuhe oder feste Schuhe. Es gibt zwar auch von der Kategorie, die ich hier trage, nicht wasserfeste oder wasserdichte oder Wasser wie auch immer. Ja, die kann man nur bei trockenem Wetter gebrauchen. Aber sowas wie gestern, dass man da halb durchwarten muss, beziehungsweise die ganze Feuchtigkeit mir da entgegenschwappte, das geht gar nicht. Füße müssen trocken sein und dazu gehören entsprechendes Schuhwerk, neben den entsprechenden Socken natürlich. Als nächstes Poncho oder nicht Poncho. Regenkleidung oder nicht Regenhose, Regenjacke. Wenn ihr im Bergland unterwegs seid, gerade auf unbefestigten Wegen, besorgt euch für euren Rucksack, wenn er nicht den hat, ein Regencover und zieht euch eine Regenjacke und eine leichte Regenhose an. Im günstigsten Fall sollten diese beiden Materialien Ripstop-Nylon sein, atmungsaktiv, es geht, vernünftige Jacken haben entsprechende Öffnungen dafür, unter den Armen natürlich, aber sehr zu empfehlen unter der Jacke ist natürlich schnell trockenes Material, Baumwolle hat da gar nichts zu suchen. Lasst euren ganzen Baumwollkram zu Hause. Das ist Plunder. Ja, anders kann ich gar nicht sagen. Es ist schlichtweg und ergreifend Plunder. Ja, Funktionsunterwäsche, Funktions-T-Shirt. Bestenfalls, wenn ihr euch was Gutes gönnen wollt, ist natürlich Sachen mit Merino-Wolle.
mindestens 50%, besser natürlich 100%. Ja, das erspart euch einen Haufen Wechselklamotten mit, unnötige Wechselklamotten mitzunehmen. Und natürlich tut das der Hauthygiene auch keinen Abbruch, denn nämlich diese Merino-Wolle ist geruchshemmend und erspart euch unnötig vieles Zeug. Wiederhole mich zwar ungern, aber das ist so mein Rat, auch für die Anfänger. Ja, so ein T-Shirt hier aus Baumwolle, so schön sie alle sein mögen, so billig sie sind, das rächt sich, ihr erhaltet euch die Platze. Ich habe genug gesehen, bei 30 Grad, wie hier waren am Tage im Tal, das wird nichts. Ja, die Leute schwitzen und was macht Baumwolle? Es saugt auf und gibt das kaum ab. So, das soll es jetzt für zwischenzeitlich gewesen sein. Ja, ein nächstes Ding nochmal. Nicht ganz. Hab noch eine Ergänzung. Falls euer Rucksack für eventuelle Wasserflaschen, Fotokamera, Videokamera und sei es auch nur das GPS nicht ausreicht, begeht keinen Fehler, nehmt keine Beutel, trage Taschen und seien sie noch so bequem in die Hand. Das bringt nichts. Ihr seid in eurer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, belastet unnötig eure Arme mit diesem Zeug und das ist nur kräftezehrend. Ja, da auch diese Gürteltaschen, wie also immer sah, wie viele man so viel auch wie. Naja, was viele so am Gürtel tragen und dann auch am Bein festmachen. Leute, vergesst das. Das schlappert hin und her, das macht nur Platsch, Platsch. Also wirklich fest ist das nicht, körpernah auch nicht. Vergisst es. Es mag zwar für eine 2-3-Tages-Tour okay sein, aber nicht länger. Stattdessen würde ich euch raten, was ich auch mit habe, für diese Zwecke eine Fronttaschensystem, entsprechend ausgewogen zu eurem Gewicht des Rucksacks packen. Ja, diese sollten natürlich gut gepolstert sein und im günstigsten Fall wasserabweisend, wenn nicht gar wasserfest oder wasserdicht. Ja, wie gesagt, nochmal dazu, genaueres dazu zeige ich euch dann als Fazitvideo im Abschluss, wenn ich die Tour durch habe. Ja, schönen guten Morgen, liebe Outdoor-Freunde. An einer einigermaßen verregneten Nacht kann ich euch diesen Ausblick mal präsentieren. Da ist hier das Kipphorn, die Kipphorn-Aussicht, glaube ich. Sollte ich mich jetzt da täuschen, wie immer, wird noch ein kleiner Kommentar mit zugefügt. Aber auf alle Fälle eine schöne Aussicht über das Elbetal und den damit verbundenen landschaftlichen, sehr schönen Gegend. Ja, hier rechts sind die sogenannten Schrammsteine, Affensteine. Und dann, wenn ich da durch bin, geht es noch Richtung Lilienstein.
Aber erstmal muss ich dann noch mal ein paar Meterchen hochlaufen zum großen Winterberg. Ja. Ja, die Brücke dort ist Bad Schandau. Und ja, das ist die einzigste Straßenverbindung auf der ganzen Strecke, die ich bisher gelaufen bin. Alles andere wird mit Fähren abgedeckt. Und naja, ich habe euch ja schon gesagt, dass die relativ preiswert sind. Und auch ziemlich lange unterwegs. Bis 22:30 zum Beispiel hier die eine abends. Also die Betriebsdauer ist relativ lang. Das ist auch notwendig. Ja, diese Wolkenformation erinnert mich zum Beispiel an Herr der Ringe, wenn man da immer diesen Nebel sieht, beziehungsweise dieses, wie möchte man mal sagen, künstlich erzeugte Dunkelheit. Ja, man kann schon hier einiges mit rein interpretieren. Ja, und da drüben, das ist dann schon mal Tschechien, sind die Tschechen. Ja, dieses Kipphorn, die Aussicht beim Kipphorn, wie ihr seht, sind 464 Meter, gemessen mit einem barometrischen Höhenmesser. Ja, wie ihr seht, habe ich hier mal mein kleines Outdoor-Navi, von das ich schon mal gesprochen habe. Ja, mit ein paar Tricks und Kniffe bekommt man hier aktuelle Karten raufgeladen. Ja, hält so bis 10 Stunden, überhaupt kein Problem. 10 bis 17 Stunden ist angegeben, naja, je nachdem wie ihr es eingestellt habt, welche Dauer es, ja, welche noch Funktion ihr da fahrt, also das ist immer sehr abhängig. Ja, und zur Position ist dann, ja, ich werde das nochmal dann auf dem Computer euch nochmal eine Karte dann eben in Animation zeigen. Ja, hallo Outdoor-Freunde. Jetzt bin ich auf den großen Winterberg angekommen. Das ist hier der Aussichtsturm, von dem ich jetzt filme. Ja, ist ein hartes Stück Arbeit gewesen. Von der Elbe hier hoch zu gehen, sind über 400 Höhenmeter, die man mit Gepäck
überhaupt so ein schweres Gepäck, was ich mit habe, zu erklimmen. Ja, aber die Aussicht von diesem Turm entschädigt für alle Mühen. Sorry, das ist der Pfeiler gewesen. Das hat natürlich hier ein Überdach. So, das ist die Ausgangslage mit 26 mm und hier sind wir dann bei 804 mm. Ja, ohne Stativ schwer zu machen, aber trotzdem möglich. Ja, leider sind die Bäume zum Teil schon so hoch geschossen, dass man nicht nach allen Seiten freie Sicht hat, sondern nur noch die Gipfel bzw. die Hochplateaus erahnen kann. Ja, ist nicht besonders klar heute, ist logisch. Es hatte die Nacht ja stundenlang geregnet. Sorry fürs Verwackeln. Mach das ja gerne nochmal. Ja. Und das dort ist schon die böhmische Schweiz. Mit ihren Bergen. Ja, dort liegt auch der höhere Berg von. Aber das ist nicht mein Ziel. Ich wollte auf der deutschen Seite bleiben, eine tschechische, böhmische Schweiz-Tour würde ich vielleicht auch jedem empfehlen. Das ist genauso reizvoll, denke ich mal. Aber wie gesagt, wir haben hier heute leider keine so klare Sicht. So. Zoom mal raus. Dieses ist der Blick auf das Restaurant, was hier angeschlossen ist. Natürlich, wie sich das gehört, vernünftige Kommunikation. Ich denke mal sogar Internet, so wie das Feed aussieht. Dort ist diese Infostelle, die ich da unten fotografiert habe. Und hier das alte, ja, wie soll man das sagen, Verwaltungshaus, Försterhaus, Berginstandsetzungshaus, steht noch nicht so richtig dran, ist auch nicht in Betrieb. Ja, dieses ist mit Vollzoom 30-fach Vollzoom gefilmt. Wenn das jetzt hier verwackelt, das ist äußerst schwierig. Trotz der ausgefeilten Steady-Shot-Funktion, die hier drin ist. Aber
Das wäre mit dem anderen Teil, dass ihr nicht dieses Balance-System verwendet, wesentlich schwerer zu machen. Also ohne Stativ schon gar nicht. Ja, eine sehr schöne Aussicht. Der Weg lohnt sich zu beiden Aussichtspunkten auf alle Fälle. Ja, da ist ein Waldrau von einem weiteren Aussichtspunkt, der auf dem Wanderweg anzutreffen ist. Ja, ich denke mal, das ist schon Tschechien. Kann mich natürlich auch täuschen, also möchte mich da nicht genau festlegen. Müsste mal dieses Video bzw. dann die Sachen über GPS mir mal angucken oder zeigen lassen. Dann über Google Maps und da wird dann entsprechend ja gesagt, wo bist du denn? Ja, ist schon aber sehr beeindruckend. Auch wenn das hier nur Mittelgebirge ist. Ja, diese Formation. Der Berg da hinten, das ist garantiert Tschechien. Und ja, ich nähere mich nach und nach meinem Tagesziel. Die Lichtenhainer Wasserfälle. Hallo Outdoor-Freunde, wir haben heute den 21.07.2015. Ja, der nächste Tag ist zu Ende gegangen oder geht zu Ende. Am 17. bin ich gestartet, bin heute am sogenannten Kuhstall angekommen oder Gasthaus zum Kuhstall, wie auch immer man das nennen soll. Es wird einfach mal Gasthaus Kuhstall genannt, benannt durch Augenblick. Benannt durch diesen Durchbruch oder dieses Bogenmassiv. Ja, laut den Angaben, die man hier zu dem auf dem Schild dazu entnehmen kann, soll es sich um das zweitgrößte Bogenmassiv, also mit diesem Durchbruch hier, handeln, neben dem Priebestalbruch. Oder Bogen, wie auch immer. Ich muss da nochmal genau nachgucken. Jedenfalls ist es der zweitgrößte überhaupt hier im Elbsandsteingebirge. So. Hat sich die Reise, diese Strecke, dieser Aufstieg gelohnt? Ein Schwenk. Und ich denke, ja. Ich wollte erst zu den Lichtenhainer Wasserfall noch runter, aber nach 8 Stunden Tour, natürlich mit Pausen, sind meine Kräfte gegen Null. Aber wie die Motivation daraus ist aber immer: Wie schafft man das, dich zu motivieren? Ganz einfach, lass die Uhr weg. Das ist alles andere tödlich. Schaut nicht so auf die Zeiten des Wegweisers. Die sind meines Erachtens erstellt worden mit einem Tagesrucksack von maximal 5 Kilo und dann entsprechenden Trekkingstöcken. Aber nichts, was ich hier treibe. Ja, nochmal ein kleiner Schwenk hier rüber. Jetzt
Jetzt werde ich mir noch einen Abendmahl kochen. Dann werde ich mir mal hier einen Platz suchen, obwohl ich vielleicht nicht durfte. Aber es ist jetzt egal, dann sollen sie ruhig kommen. Ja, hier gibt es so ein sogenanntes Himmelstor sogar, oder Himmeltor. Nee, eine Himmelsleiter. Nicht ein Tor, eine Himmelsleiter. Ja, die zeige ich euch aber morgen. Also ich bin einfach mal zu erschöpft. Ja, dort ist dieses Gasthaus, das besagte. Auf der linken Seite. Und das ist, ja, angeblich sollten nur noch 20 Minuten zu diesem Wasserfall sein. Lasst das aber trotzdem sein, weil man braucht mindestens 50% mehr mit einem gut gefüllten Trekkingrucksack als vielleicht mit einem Tagesrucksack.